Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig, der nicht nur inmitten der Natur arbeitet, sondern auch auf sie angewiesen ist. Daher ist die Landwirtschaft auch mit dafür verantwortlich, dass das ökologische Gleichgewicht der Umwelt erhalten bleibt. Es wurden bereits verschiedene Methoden und Maßnahmen entwickelt, um ökologisch wertvolle Flächen in die landwirtschaftliche Praxis zu integrieren. Zum Beispiel, indem man auf wirtschaftlich unattraktiven Flächen, wie etwa den sandigen Bereichen oder Überschwemmungsabschnitten eines Ackers, Naturschutzbrachen anlegt. Damit werden mehrteilige und unterschiedlich strukturierte Zonen geschaffen, die ökologisch äußerst wertvoll sind. Es gibt EU-weit zahlreiche naturschutzfachliche Fördermaßnahmen, doch leider werden diese in den verschiedenen Staaten sehr unterschiedlich beantragt. Der ökologische Vorrangflächenbericht zeigt, dass beispielsweise in Deutschland nur wenige Maßnahmen wie Brachland und Zwischenfrüchte dominieren, während naturschutzfachlich viel wirksamere Maßnahmen wie Pufferstreifen nicht genutzt werden. Aber warum ist das so? Eine Reihe von Umfragen zeigen, dass komplizierte Antragsverfahren, hohe Sanktionsrisiken und der große Managementaufwand viele Landwirte abschrecken, naturschutzfachliche Fördermaßnahmen zu beantragen. Mit der NATEP verbinden wir die großen Potenziale der digitalisierten Landwirtschaft mit integrativem Naturschutz. Dabei reduzieren wir nicht nur den Arbeits- und Kostenaufwand für die landwirtschaftlichen Betriebe, sondern auch für die Verwaltung. Angefangen bei der Auswahl, Planung und Beantragung der Naturschutzmaßnahme, über die korrekte Anlage und Bearbeitung bis hin zur vorgeschriebenen Dokumentation gemäß Förderprogramm. Anstatt seitenlange Verordnungen zu den unzähligen Naturschutzmaßnahmen zu durchsuchen, können Sie sich ganz einfach, mit nur ein paar wenigen Klicks, alle Maßnahmen in der NATEP-Infothek anzeigen lassen, die für Sie und Ihren Betrieb in Frage kommen. Durch die praktische Filterfunktion finden Sie in kürzester Zeit die perfekte Maßnahme für Ihre Flächen. Einfach und schnell erfahren Sie alles, was Sie über die jeweilige Maßnahme wissen möchten, wie beispielsweise die Fördersumme oder der ökologische Nutzen. Haben Sie sich für eine Maßnahme entschieden, können Sie diese im Dokumentationstool speichern. Das Dokumentationstool ist Ihr privater Bereich, wo Sie Schläge importieren und Maßnahmen verwalten können. Für die NATEP ist keine besondere Ausrüstung oder Schulung erforderlich. Nehmen Sie einfach Ihr Smartphone oder Tablet mit in den Traktor und schon kann es losgehen. In der NATEP finden Sie für jede Maßnahme alle relevanten Schritte für eine erfolgreiche und rechtssichere Umsetzung, wie beispielsweise die Erfassung der verwendeten Blühmischung. Die NATEP dokumentiert automatisch, welche Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden und welche noch ausstehen. Mithilfe der Navigationsfunktion können sich auch betriebsfremde Personen um die Naturschutzmaßnahme kümmern, da sie die NATEP immer zur korrekten Fläche leitet. Die NATEP ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, das Ihnen direkt auf der Fläche systematisch aufbereitete Informationen anzeigt und so Sicherheit im Umgang mit geförderten Maßnahmen schafft. Die Fahrweg-Tracking-Funktion registriert automatisch die bearbeitete Fläche und dokumentiert damit die richtige Lage und Größe der förderfähigen Fläche. Beenden Sie die Aufzeichnung in der NATEP, sobald Sie mit der Bearbeitung der Maßnahme fertig sind. Die NATEP sagt Ihnen sogar genau, wo und wie Sie Fotos aufnehmen müssen, um die Maßnahme rechtskonform zu dokumentieren. So haben Sie in kürzester Zeit nicht nur die Maßnahme durchgeführt, sondern gleichzeitig auch die gesamte Dokumentation erledigt und Sie können sicher sein, dass Sie alle Vorschriften eingehalten haben. Die NATEP hilft aber nicht nur landwirtschaftlichen Betrieben, schnell und unkompliziert passende Naturschutzmaßnahmen zu finden, umzusetzen und zu dokumentieren. Auch die Verwaltung kann mit Hilfe der NATEP effizienter arbeiten.
Eine Vielzahl der zeitaufwendigen Kontrollen vor Ort werden überflüssig, da die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter direkten Zugriff auf sämtliche Daten hat, wie etwa Art der Maßnahme, Größe, Standort, Fotos und vieles mehr. Momentan läuft das Pilotprojekt der NAT-App in 4 deutschen Bundesländern. In Zukunft soll die NAT-App aber bundesweit mit länderspezifischen Maßnahmen sowie länderübergreifenden Programmen umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten für die NAT-App. Zum Beispiel für Projekte wie Agora Natura oder andere Programme, die ein geeignetes Monitoring-Tool benötigen. Und durch die Integration weiterer digitaler Tools wie Satellitendaten, Apps zur Wettervorhersage oder Artenbestimmung sowie die Anbindung an Farm-Management-Systeme kann die NAT-App zu einem noch mächtigeren Werkzeug werden, als sie es heute schon ist.